Schwere Gewalttaten haben den Beginn der Wahlen in Kenia begleitet. Hier in Mombasa und in der Stadt Kilifi töteten Unbekannte in den Morgenstunden mindestens 6 Polizisten mit Macheten. Auch Passanten und einige der Attentäter sollen ums Leben gekommen sein. Die Polizei geht davon aus, dass eine Separatistengruppe für die Anschläge verantwortlich ist. Wir haben außerdem die Sicherheitskräfte informiert, dass auch in Mandera und Garissa Bomben explodiert sind. Ein selbstgebauter Sprengsatz ist offenbar von der anderen Straßenseite gezündet worden. Es gab keine Verletzten und die Abstimmung läuft wie geplant. Lange Schlangen vor den Wahllokalen, noch vor Sonnenaufgang. Nicht nur hier in Kisumu. Knapp 15 Millionen Kenianer sind aufgerufen, ein neues Parlament und den Nachfolger von Präsident Kibaki zu wählen, der nach 2 Amtszeiten nicht mehr antreten darf. Ministerpräsident Raila Odinga gilt neben dem ehemaligen Finanzminister Uhuru Kenyatta als aussichtsreicher Kandidat für das Amt. Odinga hatte bei den Wahlen 2007 knapp gegen Kibaki verloren. Im Anschluss waren damals bei Auseinandersetzungen zwischen Unterstützern verschiedener Lager rund 1200 Menschen getötet worden. Politiker appellierten an die Bevölkerung, eine Wiederholung der Gewaltexzesse zu verhindern, auch Odinga. Ich werde das Wahlergebnis akzeptieren und dem Gewinner gratulieren. Sollte keiner der 8 Kandidaten die absolute Mehrheit erlangen, kommt es am 11. April zu einer Stichwahl.